so ein Käse. Zehntausend Kilometer später kam das Geräusch wieder mit dem Domlager. Aber auch hier hatten wir Probleme leider. Die Schlösser an den hinteren Türen sind ausgefallen. Das Bodykit von StarTech hat sich absolut gelohnt. Top Empfehlung. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Stegmann. Und heute geht es um unseren Golden Circle, unser Tesla Model 3 aus dem Jahr 2020. Und wir haben in dieses Auto sage und schreibe 20.000 Euro an Tuning-Teilen, Upgrades und was sonst auch immer reingesteckt. Und jetzt, 3 Jahre später, 60.000 Kilometer gelaufen, checken wir mal die Upgrades, oder? Also, was würden wir wieder einbauen? Was hat sich gelohnt? Und was? Naja, was war gar nichts. Und ich denke, wir teilen das heute in 3 Punkte auf. Erstens, Komfortelektronik. Zweitens, Fahrwerk und Felgen. Drittens, Bodykit. Los geht's. Also eins der besten Features an dem Auto ist die elektrische Heckklappe. Und ihr wisst selber, bei den 2020er Modellen war diese noch nicht serienmäßig. Die haben wir erst ab 21 bekommen. Und daher war das ein unverzichtbares Muss. Naja, bis zu einem gewissen Punkt. Da hatten wir das Bauteil von Hanshow drin und die hat nicht mehr richtig geschlossen. Der Zuziehmotor hat nicht mehr funktioniert, sie hat nicht mehr richtig geöffnet. Also nur noch Ärger mit dem Ding. Darum haben wir das rausgeworfen und haben das inzwischen durch das Set von MTech ersetzt. Seitdem wieder voll happy mit der elektronischen Heckklappe. Also bei einem 2020er Empfehlung. Dann hatten wir die elektronischen Türgriffe. Und dazu muss ich sagen, wir hatten ein Vorserienmodell. Wir hatten sogar noch die Türgrifffarbe auf unser Model 3 abgestimmt, nämlich in Gold. Aber inzwischen sind wir wieder bei der Serie. Naja, warum? Leider sind die Farben rausgeflogen. Das heißt, die Griffe, die hier beleuchtet waren, sind nachher die LEDs teilweise verschwunden. MTech hatte sogar Ersatz geliefert, also danke dafür. Aber wir haben uns entschieden, dieses System wieder auszubauen. Dadurch Software-Updates und andere Geschichten, die von Tesla kommen, diese Türgriffe regelmäßig abgedatet werden mussten. Und bei der Vorserienversion, naja, war das immer sehr aufwendig. Die Sache schmerzt mich. Es war wirklich cool, die Softclose drin zu haben. Wie oft renne ich jetzt wieder ins Auto und muss nochmal die Tür nochmal richtig zumachen? Aber auch hier hatten wir Probleme leider. Die Schlösser an den hinteren Türen sind ausgefallen öfter. Das heißt, Auto erkennt, Tür ist offen, die Tür war aber nicht offen. Und Alarmanlage geht los, alles löst aus. Beziehungsweise selbst während der Fahrt sind die Schlösser aufgesprungen. Und dann war es doch ein zu großes Sicherheitsfaktor, Risiko. Also leider keine Softclose mehr. Wer es noch weiß, wir hatten mal Ambientbeleuchtung eingebaut. Ich glaube, im Grund kam die von X-Glow. Und da hat man hier nachher diese Bänder, Nylonschnüre reingezogen, verschiedene LEDs eingebaut. War auch eine richtig coole Sache. Nur nach 2 Jahren oder 2,5 Jahren hat es angefangen, dass sich diese Laserköpfe, die da drin sind, die Farbwiedergabe des Gold nicht mehr geben konnten. Alles andere war in Ordnung. Nur das Gold, was leider zum Auto am passendsten war, hat an allen 4 Türen eine andere Farbe gehabt. Und daher auch hier Ambilight nicht mehr vorhanden. Punkt Nummer 2, Fahrwerk und Felgen. Also auf 1 ist immer Verlass, das ist die gute alte KW. Also meine absolute Empfehlung, eigentlich Pflicht für jeden Tesla ist eine KW V3. Hier haben wir noch eine alte Version, vielleicht dazu eine kurze Geschichte. Die alte Generation des Fahrwerks hatte hier so eine 70er Rennsportfeder und da konnte KW nie was dafür. Das lag immer an diesem Domlager hier, das von Tesla mit verbaut werden musste. Dieses Domlager hat, ja, nicht so wie man es von Domlagern kennt, dass da wirklich ein Lager drin hängt, sondern dieses Domlager ist einfach nur auf dem Gummi basiert. Und da hatten wir das Problem, wenn man natürlich jetzt dann lenkt und es kälter ist, haben die Federn so Geräusche von sich gegeben, als ob sie überspringen würden, so ein Klonggeräusch. KW hat sofort reagiert und hat geänderte Federn rausgebracht. Das sind dann Formfedern, die sind jetzt auch hier verbaut und somit wieder das beste Fahrwerk, was einem Tesla passieren kann. Und inzwischen ist KW noch einen Schritt weiter gegangen. Diese Domlager, die jetzt von Tesla
umgebaut werden mussten immer, liefert jetzt KW gleich mit. Weil auch hier war das die Schwachstelle nachher im Fahrwerk, das Domlager von Tesla. Man hat vielleicht so ein Poltern in der Vorderachse gehabt. Nach einer Zeit auf dem KW-Fahrwerk hat man die Domlage getauscht, war es weg. 10.000 Kilometer später kam das Geräusch wieder mit dem Domlager. KW hat hier sich voll eingesetzt. Und wenn ihr jetzt tagesaktuell ein KW-Fahrwerk bestellt, kriegt ihr das mit Formfeder und dem richtigen Teller. Und dann absolute Empfehlung, die V3. Fahrwerkfelgen ist natürlich eine Geschmackssache. Möchte ich wirklich fette Felgen haben, breite Reifen, ist natürlich was auch wegen der Reichweite. Also aktuell mit Bodykit, Tieferliegung und den 295er Schlappen hinten drauf habe ich einen Verbrauch von 21 Kilowattstunden. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr mit einem Model 3 Performance als Verbrauchswert habt, so gemittelt. Und nicht, wenn ihr nur schleicht, also er darf auch fahren. Also Optik gefällt uns super, wir hatten keine Probleme. Einzigste, klar, wir hatten jetzt das mal hier mit Folie nachgearbeitet. Jedes Mal, wenn man neue Reifen drauf macht, kann man die Folie ersetzen. Aber das ist ja unser Problem und nicht ja von der Felge. Eine Sache, wo natürlich, wo wir jährlich nachlackieren, aber ist auch dem Schönheitsideal oder dem Schönheitsanspruch von mir selbst geschuldet. Tesla liefert ja inzwischen diese Mudflaps mit und dann ist natürlich dieser Bereich um ein Vielfaches geschützt vor Steinschlägen. Es gibt auch schöne 3D-Modelle, wo man selber drucken kann. Ich persönlich oder mir uns persönlich gefällt gar nichts davon und daher müssen wir natürlich in den sauren Apfel beißen. Und da wir unsere Radläufe hier oder unsere Schwellerenden, Sandstrahlen, müssen wir halt einmal jährlich lackieren. Nachteil von der Felge, aber ein gewollter. So, Punkt Nummer 3. So war's, gell? Bodykit. Also ehrlich, das oder das? Also, eins kann ich euch aus Erfahrung sagen. Man bleibt nicht eher hängen mit dem Bodykit wie davor, weil die Stoßstange ist fast genau gleich lang wie die Originale. Aber eins kann ich euch sagen, auf der Autobahn wird Platz gemacht. Was ihr mit der originalen Stange nicht habt. Pflicht, Upgrade, wenn man auf der Autobahn freie Fahrt haben möchte. Gefällt mir nach wie vor sehr gut die Optik, ist einfach anders. Und selbst wenn das Auto jetzt schon 3 Jahre durch unsere Gegend fährt, der eine mag es, der andere mag es nicht, aber die Leute drehen sich immer noch nach dem Auto um, weil sie sich rätseln, was ist das jetzt für ein Auto? Dann habt ihr mir in dem Video mit Markus Meinschein damals diese Seitenschwelle aufgeklebt. Die haben die 3 Jahre nicht überlebt. Hier mal ein Bild, wie es davor aussah oder wie sie dran gemacht wurden. Und dann zeige ich euch, warum die es nicht überlebt haben. Die Seitenschweller werden hier schön aufgeklebt und werden auch hier unten aufgeklebt. Über diesen unteren Spritzschutz oder Verlängerung der Seitenschwellabdeckung. Und die tragen nochmal 3 cm auf. Das heißt, unsere Ecke des Schwellers ist hier unten. Das heißt, 3 Finger. Und welcher Bordstein ist nur 3 Finger hoch? Das heißt, wir fahren vorne über den Bordstein mit dem tiefer gelegten Auto und dann bleibt das Ding immer hängen. Jedes Mal kratzt und das ein oder andere Mal fliegen sie auch weg. Also von dem her, die haben es nicht überlebt. Frage, beim normalen ohne Tieferlegung, wie sieht es denn da aus? Habt ihr die Frage gerade gehört vom Kameramann? Also die Frage war, wie sieht es bei einem aus, der nicht tiefer gelegt ist? Da geht es natürlich, wenn wir nicht das Fahrzeug so tiefer legen. Aber wir bauen einfach, ihr könnt es selber prüfen an eurem, diese untere Schwellerabdeckung plus ungefähr 3 cm, das ist dann euer tiefster Punkt am Fahrzeug. Wenn ihr da überall gut durchkommt, habt ihr keine Probleme mit den schönen Seitenschwellern. Also das Heck ist die Sahneseite des Autos. Und das Bodykit von StarTech hat sich absolut gelohnt. Top Empfehlung, hebt auch durch die Waschanlage 3 Jahre lang, also kein Klebeverlust. Ob ich jetzt persönlich drauf machen würde, ist einfach eine Geschmackssache. Was ich noch ganz cool finde, die Rückleuchten von StarTech. Einmal sehen sie anders aus, nicht standardmäßig. Wir haben den wischenden Blinker und es laufen keine Rückleuchten mehr an. Kennt ihr das Problem? Kommen wir noch kurz zur Folie. Ja, Auto schwarz mit Chrom-Fensterrahmen. Schmeckt natürlich fast keinem. Darum wurden die hier damals foliert vor 3 Jahren. Schwarze Folie, 3 Jahre. Ganz normal, dass sie sich ein bisschen zurückzieht.
und ein bisschen jetzt Lichtblitzer gibt sozusagen. Aber ich denke, dem muss man sich bewusst, wenn man was verliert, dass es nicht für die nächsten 10 Jahre hält. Und über das freue ich mich jeden Tag aufs Neue. Einmal ist das Auto super leise durch die Dämmung, obwohl das noch die alte ist. Die neue ist noch viel krasser. Und ich kann richtig laut Musik hören mit Vollanschlag. Sollte man nicht lange machen, aber es geht. Und es macht einfach Spaß. Es wertet die Soundanlage des Teslas um ein deutliches auf. Ich würde sagen, wir machen mal eine Seitenverkleidung weg. Schauen wir mit dem Videoskop rein. Wie sieht die Dämmung noch aus? Was macht die Hohlraumkonservierung an dem Auto? Ich bin selber gespannt. So, Inside eines Tesla Model 3 gedämmt nach 3 Jahren. Naja, guckt mal selber rein. Ich kann euch nur quasi sowas dazu sagen. Also, ich bin vollauf zufrieden, obwohl das alte Material ist. Das neue ist noch resistenter bzw. klebt besser, hat mehr Langlebigkeit. Aber nach 3 Jahren, alle Butylbatches sind da, wo sie sein sollten. Und unser Akustikschaumstoff, der eingesetzt ist, steht. Also alles noch top in Ordnung. Aber jetzt schauen wir doch, wenn wir schon die Gelegenheit haben, mal kurz in den Hohlraum rein. Beziehungsweise, was macht unsere Hohlraumkonservierung? Also ihr seht, was man auf jeden Fall hier sieht. Unsere Hohlraumkonservierung, die da hängt, die steht noch. Und wenn wir gleich das Videoskop rausziehen, dann sehen wir auch, dass das alles so noch flüssig ist, wie es sein soll. Also es wird nicht hart, es zieht immer noch nach in die Felze, wo es einfach hingehört. Jetzt gehen wir mal hier weiter runter. Und wir sehen, es ist alles da, wo der Kleber ist. So, da sehen wir alles schön. Also unsere Konservierung hat sich auch schön reingesetzt in den Falz. Ist nach wie vor flüssig und dichtet unser Auto ab. Also da nach 3 Jahren kein Handlungsbedarf. Bin ich erleichtert. Kurzes Resümee. Haben sich die 20.000 Euro Tuning in Upgrades und Komfortelektronik gelohnt? Naja, fangen wir bei der Komfortelektronik an. Die Heckklappe, die ist klasse. Die haben wir jetzt aber bei den neuen Model 3 Serie. Hier, den elektrischen Frank, würden wir jederzeit wieder machen. Alles andere, ja, wer es möchte, kann es gerne machen. Die Sätze haben sich alle weiterentwickelt. Aber Kenner unserer Webseite sehen, wir bieten diese Sätze nicht mehr an. Wenn ihr sie trotzdem gerne eingebaut haben möchtet, dürft ihr sie gerne selber besorgen und wir bauen sie ein. Fahrwerk, Felgen. Ja, Fahrwerk muss in jedes Model 3, was ich besitzen werde, kommt eine V3 rein. Und Felgen, top. Wir sind selber. Die ein oder andere Sache muss man einfach damit leben. Aber wieder Zeit, unsererseits wieder. Genauso wie das Optikpaket. Ich glaube, wenn man es einmal drauf hatte, will man es nicht mehr missen. Aber das Wertvollste, beziehungsweise das, was eigentlich Grundlegende bei meinem neuen Tesla Model 3 meinerseits wäre, wäre die Dämmung, Hohlraum, Fahrwerk und alles andere. Ist dann Geschmackssache. Okay, soweit von uns. Welches dieser Upgrades hat euch am besten gefallen, beziehungsweise welches dieser Upgrades habt ihr und welche Erfahrungen habt ihr? Das wird uns interessieren. Und wenn ihr Lust drauf habt, schreibt gerne in die Kommentare. Sollen wir mal ein Fazit machen? Generell 3 Jahre Tesla Model 3, was wir alles für Probleme hatten bzw. nicht. Schreibt es in die Kommentare, dann überlegen wir uns, ob wir so ein Video machen. Ansonsten gerne unten die Glocke drücken, uns abonnieren und kein neues Video verpassen. Bis dann.